Wir machen heute Tornado-Kartoffeln. Richtig, das sind die da. Und dazu machen wir als Beilage unsere brasilianischen Chicken Wings. Das Rezept könnt ihr auch nochmal nachlesen. Dip und Salat. Und ob es schmeckt und wie wir sie machen, womit wir sie machen, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Viel Spaß. Wir machen also heute Tornado-Kartoffeln. Wer mich kennt, der weiß, ich habe bei Möbel Hesse an der Stadtmeisterschaft teilgenommen mit meinem Partner zusammen als Team Dry Age. Wir haben den zweiten Platz gemacht und eindeutig haben wir verloren, weil unsere Kartoffeln roh waren. Das soll uns nicht wieder passieren und deswegen habe ich etwas bestellt. Das ist aus Hongkong gekommen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Es hat 3 Euro gerade mal so gekostet, Herstellung und Versand. Und das erste, was mir auffällt, ist, bei einem Monat Wartezeit hätte ich gleich 2 davon bestellen sollen. Es besteht aus 4 Spießen und einem Schneider, damit wir die Kartoffeln schneiden können. Wollen wir mal reingucken? Ja. Ist eine Anleitung drin. Wir schauen mal, was wir haben. Reiß auf. Na gut, oder knick es. Es ist super verpackt. Wir haben also 4 Spieße. Ein Griff und ein Schneider. Ja, und wie das Ganze funktioniert, werden wir euch jetzt mal zeigen. Und ob dann endlich die Kartoffeln durch sind, würde ich mal hoch, werden wir dann auch mal sehen. Es soll eigentlich kinderleicht damit sein. Es ist auch noch eine Anleitung bei. Das heißt, wir müssen den Schneider auf den Spieß aufziehen. Und zwar mit der Spirale nach vorne. Schneider aufziehen, ja. Oder einfach durchstechen. Zack, da geht ratzfatz. Als nächstes kommt die Kartoffel. Die müssen wir mittig durchstechen, das mache mal ich. Fast gut. Okay, Griff drauf. Auf die Kartoffel draufstecken. Man sticht einmal rein und dann sollte man das ein bisschen mit den Drehen hinkriegen und dann darfst du das versuchen, bitte. Kommst du ran? Wir sind ein Bohrteam. Übrigens, ich zeige euch nochmal ein Bild von meinem Dry Age Teampartner. Das seht ihr jetzt da unten. Habe ich von seiner Frau geklaut. Also man muss einmal reinstechen und dann ein bisschen Druck ausüben und sobald man den ersten hat, zieht er sich von alleine durch die Spirale rein. Sobald die Klinge da ist, fängt es an, fein zu schneiden. Und immer, du musst, glaube ich, so ein bisschen gegendrücken. Genau. Okay, die erste war noch versucht, die zweite haben wir vergeigt, die dritte ist was geworden. Es ist im Prinzip ganz einfach. Man steckt den Schneider durch. Man piekst durch die Mitte. Man macht den Halter drauf, und zwar so, dass die Kartoffel wirklich dann gehalten wird. So. Fängt an zu schrauben, ohne dass man groß Kraft ausgibt. Am Anfang schon so ein bisschen, damit das Gewinde reingeht. Und sobald das Gewinde drin ist, zieht es sich von alleine durch. Und dann sollte man das auch gerade halten, weil dann schneidet der wunderbar die Kartoffel im Kreis. Und dann geht das ganz schnell. Und das ist auch ganz einfach. Mhm. Okay, dann haben wir heute 3 wunderschöne Tornado-Kartoffeln. So, jetzt wollen wir die natürlich noch ein bisschen würzen und grillen, damit sie auch fertig werden. 2 machen wir mit Barbecue-Rub, eine machen wir mit Öl und Kräutern und werden die dann ca. 45 Minuten grillen, damit die dann durch sind, indirekt. Wir haben den Grill vorbereitet, was haben wir getan? Ungefähr 180 Grad vorgeheizt. Ja, und? Und wollen die Kartoffeln jetzt in die indirekte Zone legen. Genau, damit sie nicht gleich verbrennen, damit sie durchziehen. Wunderschön. Klappe zu. Und in ungefähr 40 Minuten sollten die fertig sein. Wir essen dazu heute einen Salat mit Granatapfel. Und brasilianische Chicken Wings. Richtig. Das Rezept zeige ich euch oben nochmal, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Wir machen sie inzwischen ziemlich häufig, weil sie ziemlich lecker sind. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, probiert es aus und hinterlasst uns mal einen Kommentar. In ca. 40 Minuten sehen wir uns wieder und schauen mal, wie die Tornado-Kartoffeln geworden sind. Also, bis dann. Bleibt dran, wir machen noch ein paar Bilder.
haben wir unsere? Tornado-Kartoffel. Die sieht knusprig aus, die fühlt sich knusprig an. Und riecht auch sehr gut. Man muss sagen, gut. Man kriegt damit schöne, dünne Streifen hin mit dem Gerät. Wir wollen mal gucken, ich reiß mal welche ab für uns. Ein Stück für dich. Ein Ring für mich. Der fühlt sich richtig gut an. Möchtest du eintunken? Ich auch. Und rein. Knusprig durch. Lecker. Es kostet nicht viel, es kostet 3 Euro. Wir haben es auch gekauft. Wir werden uns bestimmt noch mal eins holen. Falls wir Gäste haben, können wir mehrere damit machen. Außer beim zweiten Schneider. Was wir festgestellt haben, ist, keinen Druck ausüben. Einfach locker drum rumschneiden. Schon hat man fertige Kartoffeln. Machen wir die öfter? Ja. Die machen wir öfter. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Wenn ihr immer wissen wollt, wann wir die neuesten Videos veröffentlichen, dann aktiviert die Glocke. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen. Da seht ihr immer, was wir planen, was wir einkaufen und schon einen kleinen Ausblick auf die nächsten Essen-Videos. Ihr findet uns auch auf Twitter und Facebook. So. Das war's. Wir sind raus. Für heute. Ihr wart bei Dauter and that's Sizzlezone. Wir machen heute Cortego-Kartoffeln. Wir machen heute Cornado-Kartoffeln. Wir machen heute Cornado-Kartoffeln. Wir machen heute Tornado-Kartoffeln. Ja, die machen wir. Nochmal, mach die nach. Ich finde die Scheiben der Stärken super. So wie es mein Vater versprochen hat. Jeder hat 5. Ein gelben, 3 grüne, einen roten. 3 gelbe. Die ist ein bisschen farbenblind. Oh, ja. 3 grüne, ein gelben, einen roten. So, und die will, dass wir jetzt die alle 5 im Mund nehmen. Alles klar, 1, 2, 3. Na gut, die hat's getan. Die sind toll. Super. Wir sind raus.